Also ich wollte was ein bisschen über die Freifunk-Freiraum-Disco erzählen. Das ist ein Radio-Music-Stream, der Community gemanagt ist. Das heißt, mehrere Leute oder alle im Freifunk können daran mitmoderieren. Wird moderiert über ein MPD. Und ein letztes Feature, warum ich das Ganze überhaupt eingerichtet habe, ist, um Multicast-Sachen zu testen im Freifunk. Und Multicast heißt halt, dass man die Pakete von einer Quelle an mehrere gleichzeitig sendet, ohne dass man dann halt ja, mehrere Unicast-Pakete senden muss, um die ganzen Ziele zu erreichen. Genau, das Ganze hat auch ein paar Socials hier, Mastodon und Last.fm. Das heißt, hier kann man dann auch live gucken, was jetzt gerade abgespielt wird. Socials, da ist jetzt noch keine Integration zu Last.fm, aber das wäre vielleicht auch noch ganz lustig, wenn das da wieder rauskommen würde, was gerade gespielt wird oder so. Genau. Und eigentlich springe ich dann auch schon gleich zum Demo-Teil. Wer da gerne mithören möchte, müsste sich dafür den VLC Media Player Nightlies runterladen, also Version 4. Weil das Ganze benutzt den Opus Codec in RTP und nativ Opus macht er erst am VLC Nummer 4 ordentlich. Genau, dann gucken wir uns das gleich mal an. Ich starte den VLC, klicke jetzt hier auf Browse. Und dann findet hier unter Meile, also ich bin jetzt gerade im Freifunk-Lübeck halt verbunden und da findet jetzt gleich in Meile halt eine Menge an Streams. Hier ist zum Beispiel auch die Freiraum-Disco, die klicke ich an. Und er sollte dann jetzt hier im Moment was abspielen. Und zum Beispiel müsste das puffern. Genau, und da kommt schon was. Ist nicht super laut, aber genau, das ist jetzt gerade der Livestream. Genau, und wurde auch automatisch per Multicast gefunden hier. Das ist über SAP. Genau, das wäre damit. Das Ganze hat auch noch ein zweites Feature, das ist nämlich FEC benutzt, so Forward Error Correction. VLC kann leider noch kein FEC so drin, aber der G-Streamer, deswegen wird das hier nochmal abgespielt jetzt über den Freiraum-Disco. Genau, und das Coole mit FEC ist, wenn da Pakete verloren gehen, dann kann er halt das Ganze nochmal wieder korrigieren. Die Musik ein bisschen leiser. Genau, FEC Forward Error Correction, wenn da irgendwelche Datenpakete verloren gehen, dann tut er das aus dem anderen Stream dann halt wieder reparieren. Kurzer Videobeweis können wir nochmal. Also hier ist dann auch nochmal worüber, dass man zum Beispiel managen kann. Per MP, also MPD Client könnt ihr euch verbinden und das dann halt managen. Und auch den nächsten Song dann zum Beispiel einstellen und das geht dann automatisch weiter. Dann kurz den Videobeweis nochmal. Weil wir machen jetzt alles mit Videobeweis. Hier ist halt eine Multicast-Adresse, die dabei rauskommt. Jetzt können wir das gleichzeitig auch nochmal per Wireshark uns kurz angucken. Um dann nochmal wirklich zu gucken, dass es halt per Multicast rausgeht. Dann schicken wir den nochmal hier wieder los. Und dann wird das hier gleich auftauchen. Hoffe ich zumindest. Genau, da kommt es schon. RTP sehen wir. Hier auch wieder eine Multicast-Adresse. Genau. Ja, das wäre der Teil. Technisch, wie viel Zeit haben wir noch? Eine Minute noch was noch. Okay, dann kann ich noch kurz sagen, genau, das Ganze, worin ich dann halt so ein bisschen gebastelt hatte, war einmal diese Implementierung von einem Multicast-Pakettyp im Batman Advanced, der dann halt mehrere Zieladressen gleichzeitig drin haben konnte. Also, ja. Und das Paket dann nicht für jedes Ziel dann extra komplett kopiert werden muss. Dann habe ich noch im Gluon ein BRMLD-Proxy eingebaut, damit das auch per Routing funktioniert. Dann eine LibLSAP-Library habe ich noch geschrieben, damit das halt announced werden kann und so in diesem Browser dann im VLC halt gefunden werden kann. Dann, genau, für das Routing zwischen, das habe ich dann ausprobiert zwischen Lübeck und Freifunk Vogtland, ja, mit dem BRMLD-Proxy da drin und das halt auch im Gluon noch implementiert. Einiges davon steht dann noch an, dass das halt noch upstream gemerged wird und so weiter. Der Multicast-Pakettyp ist aber schon im Batman drin und auch schon in einem Linux-Kernel-Release, wird dann aber halt mit dem nächsten OpenWrt-Release und dann mit dem nächsten Gluon-Release dann halt da auch mit reinkommen, dieser neue Pakettyp. Genau, ja. Und das ist dann wahrscheinlich schon ungefähr die Zeit, ne? 10 Sekunden. Wunderbar, dann war's das. Vielen Dank. Das wollen wir kurz zeigen.